So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft 2020. Ich habe mich schon mal wieder auf das Ding hier reingedingst. So, und wir sitzen wieder am Lagerfeuer, kommen am Lagerfeuer wieder zu und sehen da hinten einen von unseren Hampelmännern rumlaufen. Ich mache hier das nochmal auf volle Lautstärke, damit man uns hören kann. Und ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahmesitzung. Gucken, wie viel wir heute machen. Ich habe bis morgen ist auf jeden Fall noch auf YouTube schon alles hochgeladen. Diese Folge müsste dann hier quasi Donnerstag rauskommen. Und es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich hier heute machen wollte. Zum einen ist mir doch letztens bin ich ein bisschen spazieren gegangen, ne? Und dann sind mir doch da Schweinis über den Weg gelaufen. So. Da ich das nicht wusste, habe ich einfach mal nachgeschaut, wie man Schweine dingst. Zähmt und dazu, wie man die halt locken kann, dass sie hinter einem herlaufen. Und hier gab es noch einen, ich fasse es nicht, jetzt ist ein Schwein da. In den Thermalquellen. Da hatte nämlich die Martina die tolle Idee, quasi einen See zu machen, wo man halt auch quasi so. Hallo Schweini! Super, jetzt kommen die Schweine auch hierher. Hat der gerade ins Wasser gepupst? Furzt der da? Was sind das für Wasser? Was sind das für Luftblasen? Und wieso steht der da auf dem heißen Ding? Wenn ich da drauf gehe, dann kriege ich Aua. Und das Schwein setzt sich einfach drauf, furzt ins Wasser. Und du hast Spaß da, ne? Das freut mich. Wo sind denn hier eigentlich noch Kollegen von dir? Also, das war auf jeden Fall in dieser Richtung, wo halt nicht nur Schweine waren, sondern ich hatte gesehen, dass da auch, ich kam von irgendwo da hinten, ne? So da hinten bei den Bäumen irgendwo hatte ich nämlich, ich bin auf jeden Fall hinter diesem Feld, da oben, ich sehe schon einen, wenn es einer ist, wenn ich es richtig sehe. Nämlich auch Wölfe gesehen und wir könnten uns ja mal einen Hünd. Ne, das ist ein Schaf. Das ist kein Wolf. Das ist ein Schaf und ein Ei haben wir noch. Nehmen wir mit. Ah, hat schon. Hat schon gemacht. Ja, dann habe ich rausgefunden, wie man die Wölfe zähmt und da habe ich jetzt auch halt das Problem, dass ich dafür halt eben Knochen brauche. Das hatte ich mir schon gedacht. Das hatte ich irgendwann, glaube ich, bei dem Johannes gesehen in den Let's Plays. Der hatte sich auch einen Hund. Ei. Aber. Ich finde das so gut, dass der Fallschaden hier so relativ schnell wieder weggeht. Aber wie gesagt, zu tief darf man auch nicht fallen. Weil dann stirbt man. Also ich brauche auf jeden Fall hier diese Wälder, ne? Diese Fichtenwälder sind das, glaube ich. Da irgendwo so. Mal schauen. Da habe ich nämlich im Video, als ich das dann geguckt hatte, ich gucke mir die auch zwischendurch selber an, weil eben da so der Beifahrereffekt dann halt auch dabei ist. Und man Dinge sieht, die man jetzt so im Spiel dann gar nicht unbedingt bewusst mitbekommt, weil man da relativ auf das fokussiert. Hallo Schweini! Zwei Eier auf einmal. Wahnsinn. Wo ist Schwein? Da bist Schwein. So, ich müsste rein theoretisch. Ja, da hätte ich vielleicht mal. So, ich mache es aber jetzt trotzdem anders, weil ich komme hier nicht drum rum, um nämlich einen Wolf zu zähmen und zu einem Hund zu machen. Brauche ich definitiv Knochen und die habe ich hier nicht. Also ich muss auf T drücken, dann komme ich in die. Deswegen gehe ich jetzt hier gerade noch mal in den Game Mode Creative und gehe mal kurz ins Inventar und hole mir hier mal Knochen. Und setz mir da vielleicht einfach mal ein paar. Ich nehme mal so 20 Knochen mit. Wer weiß, wofür wir so noch brauchen können. Knochenmehl, Knochenblock.
So, und was wir auch nicht, also was ich hier einfach in meinem Biom noch nicht gefunden habe, so, und weil ich jetzt hier gerade im Dingens bin, hole ich mal kurz gerade mal, hier gibt es so geile Sachen noch, aber Weizen hätte ich gerne, weil damit kann ich, glaube ich, die Schweinis auch locken. Und was ich auf jeden Fall brauche, sind Karotten. Mit der Karottenrute weiß ich, dass ich die Schweine reiten kann und auch lenken. Ich nehme mal einfach auch, weil dann nehme ich mir mal so ein 20, so einen halben Stack, irgendwie, keine Ahnung. So, ja, das reicht. Möhren mit und Tüften. Kartoffeln. So, diese hier. Giftige Kartoffel findet man auch zwischendurch. Ofenkartoffeln kümmern uns dann selber mal. Hier nehme ich mir auch mal einfach irgendwie 20 von mit. Weil die kann ich ja dann auch anbauen und so machen. So, ne? Und dann können wir theoretisch auch aus dem Creative Mode schon wieder raus. Was ist das hier Feines? Klebriger Kolben. Ah ja, genau. Ich schau mal gerade. Eine Meeresgurke. Also wir kommen hier bestimmt irgendwann noch mal rein. Ich kann ja hier, das ist das Schöne, ich kann hier einfach auch einfach zwischendurch Gott spielen und mir hier zum Beispiel noch ein paar Bücherregale raus. Aber das ist eigentlich das, was ich nicht will. Die Sachen, die ich selber sammeln kann, die zugänglich sind, die möchte ich bitte auch lieber gerne sammeln und dann nutzen und Bücherregale machen. Sonst hätte ich das ja alles im Creative Mode machen können. Da bin ich jetzt gerade mal einfach nur in den Creative Mode gewechselt, um mir diese Sachen zu, weil Karotten habe ich hier und Kartoffeln schon länger nachgesucht, aber sie wirklich im Umfeld, dass ich halt schon abge. Also normalerweise weiß ich, dass man die Karotten in der Nähe von Städten findet, also von eingeborenen Dörfern, von Dorfbewohnerdörfern. Und die habe ich mir schon da reingespawnt, weil ich hier, egal wie lange ich hier schon rumgelaufen bin, definitiv keine gefunden habe. Guck mal, da ist unser Kackstift. Und da stehen nur noch die Lamas von dem Lama-Beschwörer. Und da waren auch unsere Schweinis, ne? Und da können wir mal gucken. Hallo Lamas. Ist der hier einfach. Wo ist der Typ? ¿Dónde está tu padre? Wo ist dein Papa hin? Hä? Hä? Wie, was? Hallo Schwein, pass auf, jetzt gehen wir mal auf die 4. Und dann gucken wir mal. Ach so, ich will jetzt ausprobieren, ob es funktioniert mit Weizen. Hallo. Ah, folgen Sie mich, folgen Sie mich. Mit den Lamas geht das wahrscheinlich nicht mit dem Weizen. Aua, Entschuldigung. Ah, ja, rotz mich voll. Wo ist das Schwein? Nee, gut, wir nehmen eine Karotte in die Hand und die scheint besser. Karotten und Kartoffeln sind, glaube ich, die richtig gut funktionieren. Hallo, willst du die Karotte haben? Komm mit. Oh. Komm, wir müssen noch ein zweites Schwein finden auch. Folgen Sie mich. Da oben ist noch ein Kollege. Kommst du mit? Du bist bei mir. Super geil. Dann gehen wir noch ein Schweinchen einsammeln. Hallo. Na. Und du auch da hinten. Komm. Kommt ihr beide mit? Super. Schön. Dann gehen wir mal da hinten hin und dann müssen wir mal gucken. Hallo, Karotte, Karotte, ja komm. Ja, schön, schön folgen. Prima. Also ich weiß jetzt nicht so ganz, wo der Dude dahin ist, der eigentlich zu den Lamas gehört, aber wenn der da nicht bald wiederkommt, dann sind die bald nicht mit dem. Ja, fein, folgt mir. So. Ja, die Martina hat mich letztens noch gefragt und wunderte sich,
dass ich so eine gute Orientierung habe, so eine gute Orientierung habe. Und mir ist dann, also zum einen seht ihr hier unten rechts in der quasi auf Taste 9 von der Schnellzugriffsleiste, weg, hinfort, meinen Kompass, und ihr seht, dass sich die rote Nadel immer quasi in Richtung meines Zuhauses da hinten dreht. Und deswegen fällt mir das dann relativ leicht, das Zuhause wiederzufinden. Kommt ihr mit? Ich gucke, dass wir so runterkommen, dass ihr keinen Fallschaden bekommt und mir folgen könnt. Hallo. Ja, fein. So ist schön. So. Und dann müssen wir da hinten irgendwie ein Schweinegehege noch hinbauen. Ich denke, ich werde das dann auch so ein bisschen umzäunen. Hallo, nicht da stehen bleiben. Kommt. Du auch. Komm. Fein. Super geil. Prima. Immer der Möhre hinterher. Prima. Und es ist aber auch tatsächlich so, also mir ist das irgendwie so zwischendurch, geht mir das dann halt beim Gronkh, wenn ich dem dann halt zugehöre. Ich höre, ey, Alter, wie behältst du im Auge, wo du langläufst? Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man hier zuguckt und nicht, hallo, jetzt haben wir drei kleine Schweinchen, three little pigs. Und ich glaube, wenn man euch jetzt so anklickt mit dem Zeug, dann macht ihr Liebe und dann kommt ein kleines Ferkel raus. Yeah! Jetzt haben wir schon vier kleine Schweinchen. Super geil. So, wo stellen wir euch hin? Wo machen wir euch hin? Ich würde euch ja auch gerne irgendwo da hinten irgendwo mit rein verfrachten. Guck mal, wollt ihr mir mal durchs Haus folgen? Ihr seid ja Hausschweine jetzt. Ne, ihr seid ja jetzt domestiziert, seid ja keine Wildschweine mehr. Und dann gucken wir mal, ob ihr mir hier die Treppe rauf folgt. Alle vier zusammen. Super geil. Dann hier rauf bitte einmal. Schön, super. Kommt ihr mit? Ich höre die Tür gehen, aber ja, siehst du, jetzt haben sie sich. Das Ferkel hat mit durchgepackt. Komm mit, kommt, kommt, keine Scheu. Ja, kommt mit. Passt ihr nicht da durch oder was? Ist nicht euer Ernst jetzt. Echt jetzt? Ihr seid doch nicht so dick, dass ihr nicht durch die Tür passt. Komm. Oder ist das Licht an der Tür, dass die schon halb zugeht oder so? Sollen wir die mal da rausnehmen? Nee, rausnehmen. So. Wo ist die Tür jetzt? Ist nicht mehr da, weil ich sie mit der Möhre abgebaut habe. Super, muss ich eine neue machen. Wir hatten noch eine, ne? Ach, ich muss auch mal wieder. Habe ich ganz vergessen. Aber ihr kommt hier allen. Doch, jetzt kommst du mit durch, ne? Schafft das? Schafft das? Und ihr zwei da hinten? Alter! Komm mal her! Kommt schon! Geh du mal weg! Und dann versucht man nacheinander hier reinzukommen. Oh, echt jetzt? Ich habe kein. Ja, okay, pass auf, wir machen was anders. Dann. Das wird schwierig da über den Berg. Und hier um den Berg rum ist auch doof. Wir müssen einen Weg finden. Wir müssen einen Weg finden, der für euch alle prima ist. Das hier ist gerade keine Lösung. Ich kann aber auch, pass auf. So, kommt das so. Jetzt haben wir da hinten nochmal dasselbe Problem. Seid ihr alle dabei? Ja, komm, scheiß drauf. Ah, hier passt da alle so durch. Schön. So, und dann hätte ich euch gerne da hinten. Sagen wir da hinten die Kühe, die Schafis. Und dann haben wir hier.
Können wir so ein bisschen Schweinedingens noch hinbauen. Aber ihr schwimmt auch, ne? Das heißt, ich muss euch auch den Zugang zum... Ja, pass auf, dann machen wir das dann. Komm mal mit über die Brücke. Komm mal mit. Mitkommen. Prima. Oh, und ich sehe schon da hinten. Hier könnten wir prima so ein Schweineding hinbauen, ne? So, und ich habe es immer noch nicht getan. Hier Game Mode Survival. Bisschen die Uhr im Auge behalten, wir sind in einer Viertelstunde. Sind wir wieder im Überleben. Ey, wo haust du denn da ab? Hallo? Benaki. Kommen Sie zu mich. Schweini. Hier spielt die Musik. So. Wir könnten hier eigentlich so. Mit Zäunen drumherum. Würde das für euch reichen? Eigentlich wäre es da hinten ja viel cooler, ne? So in der Nähe von den Kühen auch. Hier so. Dann hätten wir die Schweine direkt neben den Kühen und den Kürbissen. Kommst du da nicht raus oder bist du am Baden? Ferkel, hallo. Komm zu mir. Kommt er da nicht raus? Ich weiß es nicht. So, jetzt schmeißen wir hier mal. Dafür brauche ich diese Eisenhacke. Die Eier machen wir nachher in der Küche wieder in den einen Karton. Nein, man muss auch dann die anbellen und dann kann man die... Oh Mann, bist du doof, Bauchi. So muss das machen. Ja. So, und dann... Auf jeden Fall schon mal... Hier, den können wir dann mal wieder rausholen und direkt wieder reinsetzen. Achso, wir haben noch... Ach ja, wir haben hier noch so einen ganzen Stack von dem Zeug, ne? Also hier ist ein Tor von den Kühen. Ist vielleicht gar nicht so an... Ist doch nicht so dolle. Wo ist das vierte Schwein? Da hinten. Was machst du denn mit den Kürbissen, Freund? Hey Baby, soll ich hier mal irgendwie einen Block drunter setzen oder so? Das kommst du dann... Pass mal auf, wir gucken mal, was wir haben. Und nehmen hier so ein Erdding und dann gehen wir da raus und wählen das Erdding an und wenn du hoch bist, ja, prima, bist du echt nicht rausgekommen, oh, das ist aber so, schade. So, nehmen wir die Karotten wieder, dann können wir euch alle wieder begeistert. So, und dann müssen wir gucken, dass wir euch hier irgendwie einpferchen. Hier kommt auch noch wieder ein neuer Block hin. Dann muss ich wieder auf die 7 gehen. Zack. So. Dafür brauche ich Holz. Und ich muss die Zäune erstmal machen gehen. Supergeil. Was war das? Ah, okay. Was brauche ich nochmal für einen Zaun? Zaun. Achso, das kann ich hier wieder nicht auf der 4x4er Matrix machen. Na, ihr bleibt jetzt auf jeden Fall ein bisschen hier in der Umgebung, oder? Wir sind schon wieder alle weg. Ihr seid echt schnell mit dem Abhauen. Na gut, dann eben nicht. Ja. Ja, ich habe eben noch, also ich habe wieder Internet. Yeah, richtig geil. Der Techniker war heute da und hat, Hier hinten haben wir noch Holz in der Kiste, Birke ohne Ende, aus Birkenzäune. Hier, da, 10.
Und jetzt muss ich mal gerade auf der Werkbank gucken, wo ich das Rezept für die Zäune nochmal finde. Zaun. Da war es doch schon. Hier, da. Zaun. Das heißt, ich brauche Bretter und Sticks. Bretter und Sticks. Also. Hier erstmal Bretter machen. Nee, erstmal muss ich das. Bin ich blöd, Alter. So, Bretter machen. Und wie genau macht man die Sticks nochmal? Moment. Brauche ich da Bretter oder das richtige Holz? Das ganze Holz noch für. Nein, nein, nein. Das Sticks. Zwei Bretter. Also machen wir den ganzen Krempel da. Holen wir uns das auch noch. Und aus denen machen wir dann noch ein paar Stickies. Wie viele? Ungefähr, dass wir gleich viel haben. Ne? Ne, ich brauche doppelt so viele von denen wie von denen. Ach, und da kommen dann aber jeweils so. Also 12, 17, 17, 16, kriegen wir 8 raus und 2 davon. Das würde ja genau aufgehen. Also wenn wir den hier so setzen und den hier so setzen und diese beiden dann hier hinsetzen, müssten wir eigentlich. Perfekt! Ich bin überhaupt total scheiße in Mathe, aber das hat gerade mal richtig gut funktioniert. 24 Zäune haben wir. Gucken wir, ob wir noch ein paar Schweine finden. Ansonsten haben wir noch ein paar Möhrchen. Ne? So, hier bauen wir nachher die Tür wieder rein vom Schweinetransport. Ja, der Techniker war da. Wir haben wieder Internet. Das funktioniert wieder. Ich kann wieder livestreamen. Hab eben auch schon einen Livestream gemacht, indem ich da noch lang und breit gewisse Dinge erklärt habe, wie zum Beispiel, dass ich gerade ein Malbuch machen möchte oder vielleicht sogar mehrere Malbücher machen möchte. Setzen wir euch jetzt da oder da dran? Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. Ich könnte hier eigentlich. Wir machen das hier oben drauf. Dann bauen wir das mal ab. Also, ich hatte erzählt, dass meine Tattoo-Ausrüstung wieder da ist und dass ich dann jetzt mit den Malbüchern anfangen möchte und dann habe ich das ja schon auf YouTube wieder hochgeladen, ne? Und hier unser Mode-Chai, den ich da letztens schon mal erwähnt hatte und vorgelesen hatte, was er da so zum Besten gegeben hatte unter dem Video dann echt drunter kommentiert, was ich denn als Erwachsener, dass ich Minecraft spiele und mich mit Malbüchern und so einem Kinderkram beschäftige, Alter. Und statt für meinen Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Ja, bin ich so schwer, rede ich Chinesisch oder was ist der Punkt da? Ich verstehe es nicht so ganz. Also die Malbücher will ich verkaufen und die Tattoos, da verdiene ich auch ganz gut mit. Also ich weiß nicht, ob der Mode-Chai 100 € die Stunde verdient, aber ich verdiene sie beim Tätowieren. Und naja, er scheint es nicht so mit dem Spielen zu haben, weiß ich nicht. Solche Leute scheinen halt auch nicht so. Kindliche Ader scheinen sie völlig verloren zu haben. Das tut mir sehr leid für solche Leute. Aber ich kann nichts dran machen. Ja, wir bauen das hier dran an, ne? Damit wir da selber noch ein bisschen rumlaufen können. Ich lasse euch so ein bisschen dieses Ding da drin. Ist das groß? Ja, das ist ja wohl groß genug für euch, ne? Baue ich es rein oder mache ich es raus? Jedenfalls weiß ich nicht, was der Mode-Chai da nicht verstanden hat oder nicht verstehen konnte oder sonst irgendwas. Ist mir auch egal. Jedenfalls mache ich die Bücher um die Tattoos, um meinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Hat er wohl nicht so ganz verstanden. Jedenfalls habe ich dann mit ihm einfach fishy, fishy, fishy gespielt, sprich ihn blockiert.
wie ich das mit solcherlei Leuten dann mache. Und so, jetzt holen wir uns nochmal hier die Karotte und die Schweinis damit rein. Hallo. So, wo sind die anderen Schweinis? Da hinten, kommt mal her. Na prima. Du schaffst es übers Wasser, das ist toll. Wo ist das vierte? Weiß ich, da hinten. Kommst du auch? Hallo, guck mal, Karotte. Aber ich mache halt eben diese Sachen tatsächlich, um meinen Lebensunterhalt selbst damit zu verdienen. Und wer das nicht versteht, da kann ich dann auch nicht mehr helfen. Ist mir dann auch egal. Er ist jedenfalls, kann er so jetzt seinen Scheiß nicht mehr machen. So, Schweinis. Wollen wir ein paar mehr Schweinis? Hier, komm mal, du mal hier. Big Love und du auch. Haben wir noch einen Ferkel. Und ich kann jetzt selber nicht über die Dinger drüber springen. Ne? Ich brauche ein Tor. Ich kann nichts mehr machen. Ich komme da jetzt selber nicht mehr raus. Ich muss mir erstmal die Schweinis vom Hals halten hier. Jetzt. Jetzt wird's gefährlich. Wenn ich da jetzt was mache, dann kommen die auch. Wenn ich. Hier, guckt mich nicht so an, macht Liebe. Make love. Ach, das können die jetzt gar nicht, weil die schon hatten. Da muss man immer erstmal ein bisschen warten. Die sind dann erschöpft. No more fucking possible. Ja, es ist halt, man darf sich halt eben von solchen Dingen nicht unbedingt den Spaß an der Sache nehmen lassen. Ne? Ich weiß jetzt hier nicht, was ich machen soll. Ich habe mich hier selber ausgetrickst. Kann ich nicht da vorne auf den... Ich muss irgendwie hier rauskommen. Auf... Von irgendwas auf einen Zaun draufspringen? Geht auch nicht. Ich spring hier rum. Ich weiß, dass ich eigentlich ein Tor einbauen kann, aber dann müsste ich ja eigentlich erstmal ein Tor gebaut bekommen. Ne? Wir könnten jetzt auch einfach hier mal kurz, einfach weil es machbar ist, da mal kurz Erde hinstacken und dann gucken, dass das Schwein steigt. Also echt. Ach, man muss auf W drücken. Du bist falsch, Alter. Ah, toll, Ferkel. Also, machen wir hier nochmal. Machen wir weg. Ne, erst Schwein holen. Und dann... Vielleicht fällt er auch selber wieder da rein, wenn man den... Dann bin ich aber wieder da. Wir scheißen einfach auf das blöde Schwein. Lauf rum, wo du willst. Du bist frei, mein Freund. Hast du dir verdient. Du warst schneller auf dem Block als ich. Also darfst du rumlaufen, wo du willst. Genauso wie die Kuh da hinten. Jetzt läufst du im Kuhgehege rum. Ja. Allen Ernstes. Ja, wir haben ja auch Kühe im Schafgehege, warum nicht auch Schweine im Kuhgehege? Ne? So, was ich aber gerne auch noch machen will, ich muss, also was ich hier auf jeden Fall gerne machen würde, ich würde mir hier so, wie bei den Hollywood Hills, ne, so dieses Hollywood-Zeichen, würde ich mir hier so gerne so ein 2020-Land-Ding hinmachen. Aber da werde ich, da ist eher so die Stelle. Boah, aber mit einer 8x5er Matrix muss ich da aber ziemlich. Das wird schon lang. 5x3er Matrix, dann kann man das N nicht so toll lesen. Hm, was machen wir denn da? Ich bin mir noch nicht sicher. Aber irgendwo wollte ich sowas machen. Vielleicht schreibe ich es auch als Graffiti hinten auf die. Um die Mauer dran, aber da komme ich auch nicht auf eine Höhe von 8. Ich hatte gedacht, ich setze mir das da hinten so da irgendwo hin. Hier so. Oh, alles klar, gutes Zeichen. Nee, die Regengötter haben beschieden, wir machen das nicht. Wir gehen rein. Gehen wir mal in die Höhle zurück. So, wir haben Schweinis. Ist es nicht toll? Und wir sind bei 29 Minuten. Das heißt, wir treffen uns zur nächsten Folge wieder. Wir gehen noch schnell zum Lagerfeuer und machen da die Folge zu Ende. So. Ein paar Türen gleich mal basteln.
So, das ist eine schöne Stelle für einen Folgenwechsel, ne? Da ist mir jetzt auch egal, dass es da regnet. Wir können uns auch vor das regende Ding setzen. Pass auf. Da. Hallo Küche. Kann ich gleich die Eier noch einsortieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, denn diese Folge ist vorbei. Ich freue mich für jeden, der dabei, dabei war und seinen Spaß hatte. Ich freue mich auch für jeden, der dabei ist und nicht seinen Spaß hatte. Irgendwas müsst ihr ja davon haben, wenn ihr meine Videos guckt. Und wenn es nur das ist, dass ihr euch auskotzt. Ich wünsche euch in Frieden. Tschüss mit F, macht's gut und bis zur nächsten Folge.